Medienabteilung von Einladung zum Erfolg präsentiert. Guck mal, er fragt, ja, warum nennen Sie jemanden Wahhabit? Guck mal, es gibt genügend Sachen, warum jemand Wahhabit genannt wird. Zum Beispiel wird jemand Wahhabit genannt, der es verbietet, dass über Gräber Kuppeln gebaut werden. Stimmt's? Habt ihr bestimmt schon gehört, das machen die Wahhabiten. Es wird jemand Wahhabit genannt, weil er verbietet, zu jemand anderen Dua zu machen, außer zu Allah. Dass er verbietet, oh Abdulkadir Jilani, hilf mir. Oh Badawi, hilf mir. Oh Fulan, hilf mir. Oh Muhammad, hilf mir. Ja, hier Dua. Der sitzt irgendwo in China und ich mache Dua. Es wird jemand Wahhabit genannt, weil er sagt, Allah hat sich über den Thron erhoben. Ist über dem siebten Himmel. Okay, kein Problem. Wird der Wahhabit genannt? Punkt 1 war was? Das Grab? Oder weil jemand sagt, alle Bidda sind schlecht in der Religion. Das sind die vier Punkte, oder? Fällt jemand noch ein anderer Punkt ein? Hat jemand noch einen anderen Punkt? Nein? Okay, kein Problem. Punkt 1 war mit den Kuppeln über die Gräber. Du bist ein Wahhabit, weil du die Kuppeln über die Gräber verbietest. Der Prophet sallam, Ali radiallahu anhu, sagt zu seinem Gefährten, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, soll ich dich nicht zu einer Mission schicken, zu der mich der Prophet sallallahu alayhi wa sallam geschickt hat? Ala tad'a suratan illa tamastaha wala kabran mushrifan illa sawaitahu. Dass du kein Götz, keine Skulptur lässt, ohne sie zu zerstören, und kein Grab legst, was erhöht ist, ohne es flach zu machen. Das heißt, Alhamdulillah, die Wahhabiten sind diejenigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, in dieser Sache. Nächster Punkt war was gewesen? Dass die Wahhabiten sagen, angeblich, die sogenannten Wahhabiten sagen, du darfst Dua nur zu Allah subhanahu wa ta'ala machen. Stimmt's? Okay, Allah sagt im Koran, in Surah Al-Jinn, Surah 72, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen sind Allah, so mache keine Dua zu einem anderen außer Allah. Alhamdulillah, die Wahhabiten sind die, die dem Koran folgen, die sogenannten Wahhabiten. Was war der dritte Punkt gewesen? Dass alle Bidda schlecht sind. Okay, der Prophet sagt, وَكُلُّ بِدَّةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alle Bidda sind schlecht, sind eine Irreführung, alle Irreführung für uns Feuer. Jetzt sagt jemand, ja, aber hat Umar al-Khattab nicht gesagt, Ni'matul Bidda zum Tarawih-Gebet? Was für eine gute Bidda? Sagen wir, das ist eine sprachliche Bidda. Weil die Tat, die er gemacht hat, dass sie zusammen Tarawih gebetet haben, ist etwas, was der Prophet schon gemacht hat. Khalas, damit ist das Argument sowieso schon mal weg. Und die Sahaba haben es sogar als falsch angesehen, wenn jemand im Jumu'ah-Gebet die Hände gehoben hat auf der Kanzel und haben gesagt, Kabbahallahu yadayk, möge Allah deine Hände hässlich machen. Obwohl der Prophet hat die Hände nicht gehoben auf der Kanzel, außer wenn er Istisqa gemacht hat. Guck mal, so war die, Ibn Abbas ist mit Muawiyah um die Kaaba gegangen, das heißt nur in Khutbatul Jumu'ah, nicht, dass jemand falsch versteht, das ist Sunnah so zu heben, ja. Um die Kaaba gegangen und Muawiyah hat alles von der Kaaba berührt. Dann hat Ibn Abbas gesagt, warum machst du das? Der Prophet hat nur Rukn Yamani und Hajar al-Aswad berührt. Hat er gesagt, ist irgendwas an der Kaaba falsch? Da hat Ibn, sinngemäß, da hat Ibn Abbas gesagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Khalas, das heißt hier, das sind die Wahhabiten. Was haben wir noch? Was war noch gewesen? Was heißt? Thron, okay, alles klar. Sie sagen, das ist so zum Beispiel verkehrt. Die sagen, Allah ist über den Thron. Guck mal, was steht im Koran? Ar-Rahman, Ar-Rashi, Stawa steht siebenmal im Koran. Al-Amintu man fi sama, sei dir sicher vor dem, der über dem Himmel ist. Steht zweimal im Koran. Im Koran steht, Yakhafuna Rabbu min Fawqihim, sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِكْدَرُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Dass die Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der wie 5000 Jahre ist. Das gute Wort steigt von ihm ab, das gute Wort steigt auf. Okay, das war Koran. Weiter. Der Prophet, was aus dem Koran? Das können wir nachher machen, damit wir erstmal bleiben. Der Prophet sagt, Sahih al-Bukhari sagt er,
لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق الأرش. Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb in sein Buch, das bei ihm über dem Thron ist. Der Prophet Sassam sagt, Irhamu man fil ardi, arhamkum man fil sama. Hadith Sahih. Erbarmt euch den, der auf der Erde ist, so erbarmt euch der im Himmel, über dem Himmel ist. Der Prophet Sallallahu sagt zu einem Mensch, der sagt, er dient sieben Göttern, sechs auf der Erde, ein über den Himmel, sagt er, lasse die sechs, die auf der Erde sind, und dient dem einen, der im Himmel ist. Der über dem Himmel ist. Der Prophet Sallallahu sagt, Hadith Nummer 537, Sahih Muslim, sagt er zu Jariya, Ein Allah, sie sagt, Fi Sama, über dem Himmel. Der Prophet Sallallahu sagt, wer bin ich? Anta Rasulullah, er sagt, Fa Atikra, Fa Inna Mu'mina. So lasse sie frei, sie ist eine Gläubige. Was wollen wir noch? Was wollen wir noch?